Hi Leute, willkommen bei einer neuen Runde Lords of the Fallen. Ich habe mich ein bisschen erholt von dem Endboss-Fiasko der letzten Folge, der vorletzten Folge eigentlich. Ich habe da hätte mich dazu entschieden, da zwei Folgen draus zu machen, weil das sonst halt eine 45-Minuten-Folge gewesen wäre. Du, mein Freund, kriegst meinen Magiehandschuh erstmal am Schmecken hier. So, und dann bin ich mal gespannt, was das Spiel noch für uns zu bieten hat, weil das heißt, jetzt besiege den letzten Roga-Herrscher. Kann ja dann eigentlich nicht mehr so viel sein. Was schade wäre, dann hätten wir jetzt, wir haben glaube ich jetzt 8 Stunden Spielzeit. Hätte ruhig mehr sein können. Andererseits, wir haben ja hier auch ein, wir haben schon ein cooles Spielerlebnis hier geboten bekommen bisher. Gegner hätten für meinen Geschmack ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Aber ja, man hätte auch ein schlechteres Spiel abliefern können. Also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bereue meinen Kauf nicht und ich bereue auch bisher nicht, das für euch zu let's playen. Vom letzten Endboss halt abgesehen. Der letzte Endboss war wirklich, der war wirklich schlimm. So. Achso, von der anderen Seite blockiert. Okay. Ich drücke R, die Textanblendung kommt und ich reagiere nicht. Ah gut, dann haben wir hier wenigstens eine Kiste zum Öffnen, ist ja auch was. Ewige Legende. Tada, ewige Legende. Nö, einfach nö. So, jetzt überlege ich gerade. Wir sollten den Helm nehmen, aber die Kraftrune von hier einfügen. Ja, da müssen wir zu unserem Schmiedekumpel. Ach, einmal Lebensenergie regenerieren. So. Da ist der Magier, den ignorieren wir mal. Wiedersehen, Magier. Ich mache an den Magiern nämlich irgendwie überhaupt keinen Schaden. Gefühlt. Die zum Beispiel jetzt hier sind. Die sind schon fast wieder zu leicht aus den Latschen gekippt. Und wie gesagt, die Magier doch eher zu schwer. Da geht's nicht durch oder noch nicht. Ach, apropos Magier. Na gut. Bin ich zu spät gerollt. Entschuldigung. Ah, es tut mir leid, dass ich so husten muss. Aber gegen gesundheitliche Sachen kann man nicht so viel machen. Genau, da kamen wir raus. Wir haben vorher schon hier das Tor geöffnet, als ich noch so oft gestorben bin in der letzten Folge. Das war ja wirklich, da habe ich mir wirklich einen zusammengespielt. That goes under no cow skin, ne? Das geht unter keine Kuhhaut. Tür wird von der anderen Seite blockiert. Ja, was wird denn hier nicht von der anderen Seite blockiert? Oha, da habe ich auch was gesehen. Nicht, dass wir da runterfallen. Ich nehme doch mal über einen Heiltrank. Ich versuche so zu springen. Nein! Genau. Das sollte nicht passieren. Okay, neuer Versuch. Ich weiß noch nicht, ob wir einfach R drücken können und das dann einfach, ups, und das dann einfach so nehmen. Ich weiß noch nicht, wie ich ihm sage, bitte mach keine Rolle nach dem Sprung, sondern mach einfach nur einen Sprung. Ich habe, glaube ich, zu spät R gedrückt. Wir versuchen es nochmal. Einmal geht noch, Leute. Wenn das nicht funzt, dann denke ich mir, scheiß drauf. Beziehungsweise wir könnten mal gucken, ob wir hier genau gegen die Ecke springen. Ja. Nein. Ach, alle guten Dinge sind vier, ne? Hab ich mir jetzt sagen lassen, neuerdings. Nein, da bin ich. Ich bin nicht mal in die Nähe gesprungen. Noch besser als vier sind fünf. Ja, das, hab ich. Oh, nein! Das war einfach nur dumm. Dumm, 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 dumm. Beziehungsweise, was heißt dumm? Ich habe die Kamera nicht gesehen, ja? Also, ich schieb das jetzt einfach, ich schieb das jetzt auf die Kamera. Ich sag, die Kamera ist schuld. Kamera hätte sich da besser ausrichten müssen. 1800 Seelen liegen da. Naja. Ah, die haben, sind überhaupt kein Widerstand irgendwie. Naja, müssen sie selber wissen, ne?
Na, komm schon. Ha, ist es wieder nicht. Normalerweise blinkt er immer auf. Drücke R zum Aufheben. Und es kam halt jetzt einfach nicht. Diese Meldung kam nicht. Ich verstehe manchmal nicht, woher die ihren Schaden nehmen, die Magier. Von jetzt auf gleich machen die gar keinen Schaden und dann aber auf einmal wieder so BAM! Burst Damage. Ist halt jetzt auch wieder, ich habe deswegen dem Tuch nicht gesehen. Da war halt dieses Banner, was da halt hergeweht ist. Ja, und ich sehe nichts. Eigentlich ist das Schwert gar nicht so die geile Waffe, ist mir aufgefallen. Weil wir durch das Schwert verlieren wir unglaublich viel Ausdauer. So, du mein Freund, du kriegst jetzt hier auch meinen Magiehandschuh. Ja, das bringt halt auch so viel mit dem Magiehandschuh. Genau, das ist was ich mit dir vorhatte. Ich wollte dich da runterschubsen. Apropos runterschubsen, wir könnten ja mal wieder rammen. Wir hatten uns ja vorgenommen, das einzusetzen. So, wir springen jetzt hier rüber und... Nein, es geht nicht. Ich bin aber diesmal auch, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes drüber gesprungen und nicht einfach nur rüber. Das kann doch nicht sein. Na, das ist zu wenig. Also einfach nur rollen ist zu wenig. Ich will einen kurzen Jab, einen kurzen Sprung. Einfach nur um so hüpfen, so ein kleiner, mach mal einen Hüpfer. So, ja, ihr wisst schon. Ich versuch's jetzt nochmal. Letzter Versuch, allerletzter Versuch. Na. Okay, das war ja kein Sprung, ne? Das war ja jetzt nur eine Rolle. Er springt auch 20 Meter. Naja, sowas in der Art wollte ich nur mit dem anderen Pfeiler hier wollte ich das. Nein. Ach, wisst ihr was? Vergesst es. So, wir haben jetzt hier die Wahl, links oder rechts. Wir gehen hier links, weil wir das Tor geöffnet haben. Hier wird schon, hier müssen wir lang. Ja, guck mal, das sieht da auch nach Roga-Herrscher aus. Was sich da rumtreibt. Nice. Ich brenne. Hat mal jemand einen Eimer Wasser? Oha. Neuer Gegnertyp. Oha, was tut es? Es hat sich angerollt und ist dann explodiert. Gut. Sieht man auch nicht alle Tage. Die Tür da bekommen wir nicht auf. Da unten ist auch wieder so ein Geist. Hahaha. Der hält sich für ganz lustig, ne? 540. Oh. Ich bleib mal kurz hier stehen, weil ich was trinken muss. Aber hier der Kollege, der ist schon ganz imposant, muss ich sagen. Der ist schon recht riesig. Scheint nicht so, als würden wir jetzt hier hinkommen. Müssen wir da rüberspringen? Oh, ich hab Angst. Nee, wir müssen da nicht rüberspringen. Freunde, sagt mir nicht, dass wir da rüberspringen müssen, weil... Ich hab da ein triumphal ungutes Gefühl bei. Vielleicht gehen wir doch erstmal in die andere Richtung, weil... Da jetzt mein Leben zu lassen... Und wenn wir ihm einfach mal so einen Schuss verpassen... Ah, okay. Die Reichweite ist zu gering. Von woanders können wir auch nicht rein. Vielleicht müssen wir das irgendwie wieder zusammensetzen auf irgendwie magische Weise. Moment, da geht's raus. Ich dachte so, hä? Da ist doch der blaue Kreis. Wir kommen da nicht wieder lang. Du, mein Freund. Bevor du mir jetzt auch wieder mit so einem blöden Zauber kommst, genau, mit so einem Zauber... Komm ich dir jetzt lieber mit einem Zauber. Bam, und ich ramm dich um. Und zack, und er versteckt sich im Boden. Boah. Schon wieder fast das Leben gekostet, die Sau. Okay, das Rammen bringt's bei ihm nicht.
Naja, hör auf mein Leben zu saugen. Ich mag die Magier überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Boah. Ich bleib hier einfach stehen, weil ich mir dachte, kannst du dich mal kurz an der Stirn kratzen? Kann ich aber gar nicht. Ich glaube, heute, das wird die Folge der Ausreden. Und heute habe ich für alles eine Ausrede. So, ich musste mich kratzen. Ich dachte, ich kann da und da lang gehen. Die Kamera war nicht richtig. Ja, ja. Spinne, Spinne, Spinne. Das hat mir auch schon in der letzten Folge herauskundschaftet. Und da wollen wir nicht reinfallen. Genau. Die Tür ist verschlossen. Wer hätte das gedacht, ne? Das sind zwar nur die kleinen Spinnen. Ah ja, da oben ist noch eine große Spinne. Komm schon. Spring doch hier einfach in das Loch rein. Bitte? Ich habe sie mit dem schweren Angriff nicht verwunden können. Okay, vielleicht war das ein Anzeigefehler. Wir kriegen auf jeden Fall schön wenig Giftschaden. Das freut mich. Links oder rechts? Links oder rechts? Welcher Weg darf es denn sein? Welches Schweindel hätten es denn gern? Oha, oha. Was tue ich hier? Ich schlage unkontrolliert mit dem Schwert zu. Das tue ich hier. Wenn ich jetzt cool wäre, hätte ich mir jetzt mit dem Magiehandschuh gerade... hätte ich den Magiehandschuh gerade auf die Granaten umgerüstet. Freunde, Freunde, Freunde. Nee, 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 so geht das nicht. Und dann würde ich so wie jetzt, würde ich da mal einfach mal... Ja, schön. Die Granate ist in die Grube gefallen. Okay, ich hau gerade wieder nur unkontrolliert mit dem Schwert zu. Das ist ineffektiver, als ihr vielleicht jetzt denken würdet. Ich dachte schon, ich hätte die Spinne jetzt damit eliminiert. Siegeltuch Rune Klein. Schön, schön. So, Spinnenhöhle. Ach ja, genau. Hier können wir unseren Freund rufen. Ein Wiedersehen. Ein Wiedersehen. Ja, klar. Der Strubbelpeter und ich. Große Rune. Wunderbar. Makellose Kraftrune. Schön, schön, schön. Wir haben nämlich noch hier die makellose Kraftrune. Die nehmen wir jetzt hier nämlich mal raus. Ne, machen wir das? Wir lassen die erstmal da drin. Wir dürfen es nur nicht vergessen. Wir wollten hier jetzt eine makellose Kraftrune reintun. Damit wir dann auch den Helm aufsetzen. Obwohl, ich überlege gerade, den Helm oder die Rüstung. Weil wenn wir die Rüstung anlegen... Die wiegt mal 9 Kilo mehr als das, was wir jetzt tragen. Rüstung und Helm schaffen wir nicht. Na, wir gucken einfach mal. Wir schauen gleich mal. So, sonst können wir hier mit unseren Runen... Oh! Oho, oho. Könnten hier noch eine höhere Kraftrune reintun, in der Tat. Ja, und sonst mit dem Rest sind wir ja an sich zufrieden. Besser geht immer. Schlimmer auch. So, ich habe mir gedacht, die leichte Rüstung ist ja ganz cool. Genau, jetzt sind wir nämlich bei 27,8. Wenn wir jetzt den Helm aufsetzen, sind wir überladen. Aber trotzdem machen wir jetzt einen auf schwere Rüstung hier. Wir haben doch teilweise recht viel Schaden bekommen. Genau von Leuten wie dir. Ach. Ich habe vergessen, dass die Granate 5 Jahre braucht, bis sie fertig ist. Wow, wow, wow. Rückzug. Ja, der hat uns nämlich jetzt... Der hat uns jetzt ausgezogen. So, keine Granate mehr. No grenade anymore. Okay, der stirbt auch lieber. Ja, dann stirb auch. Adria?
keine Zeit für sowas. Hört zu, lernt und betet. Adir wird euch erhören und bei euch. Bei ihm seid ihr sicher. Oh. Vielleicht sollte ich mich tatsächlich besser gegen Magie ausrüsten. So Anti-Magie. Warum habe ich eigentlich Angst, gegen ihn vorzugehen? Weil er da eine Falle hingelegt hat. Ich muss tatsächlich sagen, die Speicherpunkte hier sind jetzt sehr knapp gewählt. Muss ich in die Falle jetzt tatsächlich reingehen, weil er sich sonst wieder hochreckt? Anscheinend muss ich das. Ah, nice. Okay, geht klar. Da könnten wir jetzt rüberspringen, tun wir aber erstmal nicht. Speicherpunkt. Tor, Großhammer. Ja, es wäre jetzt ja auch mal schön gewesen, wenn wir hier tatsächlich was gefunden hätten. Tor, Großhammer. Stärkeanforderung 22. 21, ja nice. Dann werden wir doch gleich mal Stärke skillen. Bei der nächsten Möglichkeit. Das war cool. So, der Champion. Jetzt nicht beim Champion sterben. Aber eigentlich können die Champion gar nicht so viel. Ich warte trotzdem, bis mein Magiehandschuh einmal aufgeladen ist. So, jetzt machen wir den Champion. Ach so, machen wir gar nicht, weil der Champion mich nicht vorbeilässt. Wir müssen ja erst seinen Horcrux finden. Ja, ich nenne die Dinger immer noch Horcrux. Einfach nur, weil wir... Unsere letzte Quest war Harry Potter und die Kammer des der Täuschung. Feuer! So. Genau, was du Schlampe verdienst. Tyrannei, Gleve, okay. Okay, was passiert? Was passiert? Ja, anscheinend ist da jetzt was passiert. Da hinten ist noch ein Weg. Oh. Ja, gut, dass ich da jetzt hingezielt habe. Irgendwas wollte ich doch. Ich weiß es nicht mehr. Ups, nein. Ja, da hatte ich nur noch 3 Heiltränke. Suddenly. Bevor ich jetzt darüber gehe, will ich jetzt gucken, irgendwo muss doch hier noch ein Speicherpunkt sein. Okay, wir haben auf jeden Fall... Ah! Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einmal hier zu dem Speicherpunkt zurück. Ganz an den Anfang. Ich brauche nämlich unbedingt Heiltränke und speichern würde ich auch gerne und ich würde auch gerne ein Level machen. Gut, wir haben unseren Freund hier nicht besiegt. Okay, okay, okay. Uff. Gut, dass er daneben gehauen hat. In der Regel one-hittet uns das, ja. Uff. Okay, das heißt aber nicht, dass wir hier jetzt nicht noch sterben. Weil ich habe ganz vergessen, dass jetzt hier auch noch der Hund kommt und der Magier. Na. Na. So, okay, ich kann speichern. Kann ich speichern? Ich kann nicht speichern. Wegen dem Magier. Nein! Uff! Weg! Es ist verdammt blöd, wenn einem ganz plötzlich das Dings ausgeht. Die Ausdauer.
Ja, komm schon, du kannst hier wieder rüberkommen, der andere kann ja auf der anderen Seite bleiben. Jetzt nicht gegen zu viele Gegner auf einmal. Moment, haben wir nicht Anti-Magie-Splitter? Magie-Regeneration, Magie-Widerstandssplitter. Wunderbar. Dann werden wir davon noch mal einen einsetzen. Oh, ganze vier haben wir davon. Was muss ich denn drücken? Ich muss die... Ne, ich muss nicht die 2 drücken. 2 war genau falsch. Die 1 muss ich drücken. So, jetzt aber. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass es funktioniert hat, aber wir haben auf jeden Fall überlebt. So, was ja auch schon mal eine Leistung ist. Puh, und wir haben gespeichert. Ja, zack, und wir haben genug für einen Punkt Stärke. Was ich sehr cool finde, denn dann können wir jetzt den Großhammer mal ausprobieren, der auch noch 2 Runenplätze hat. Ja, jetzt wird's hier richtig... Jetzt geht's hier richtig rund, ja. Aber Freunde, ich würde sagen, dieses und vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.